Zu Beginn der 2020er Jahre hat die digitale Transformation unseren Alltag völlig durchdrungen. Fast alle Produktions- und Dienstleistungsvorgänge benutzen digitale, internetbasierte Systeme. Das Smartphone ist als der persönliche Zugang zur digitalen Welt zu unserem wichtigsten Besitzgegenstand geworden. Die neue digitale Welt ist in den 40 Jahren von etwa 1980 bis 2020 entstanden. Schon einmal entstand in 40 Jahren von 1490 bis 1530 mit den großen Entdeckungsfahrten ebenfalls eine neue Welt. Die Entwicklung der digitalen Welt ist mindestens so bedeutend wie die Weltraumfahrt oder die Nutzung der Atomenergie. Aber wir haben in den 2020er Jahren, anders als vor Jahrzehnten prophezeit, noch keine Städte auf dem Mond und unsere Autos und Schiffe fahren nicht mit Atomkraft. Wir besuchen einige Orte der Entdeckung der digitalen Welt und lassen Personen zu Wort kommen, die als Zeitzeugen und Gestalter dabei waren. Viele von ihnen wären sicher Nobelpreisträger geworden, gäbe es einen Nobelpreis für Informationswissenschaften. Wir fragen, wie die Mensch-Maschine-Symbiose unser Leben sowohl positiv als auch negativ geprägt hat. Für die Entstehung der digitalen Welt waren oft Zufälle und Glücksfälle verantwortlich. Und manches war auch schlicht skurril. An der Technischen Hochschule in Aschaffenburg lehrt und publiziert Professor Georg Rainer Hofmann. Er hat zusammen mit renommierten Zeitzeugen das Buch Globale Provinz – Entdeckung und Besiedlung der digitalen Welt verfasst. Bei vielen großen Entwicklungen in der Technik gibt es heute niemanden mehr, der noch davon in eigener Erinnerung berichten könnte. Es gibt niemanden mehr, der dabei war, als die ersten Eisenbahnen fuhren. Es gibt niemanden mehr, der dabei war, als die ersten Elektromotoren gebaut wurden. Auch wie das damals war mit der Entwicklung der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Das kann keiner mehr aus eigener Erinnerung berichten. Das ist bei der digitalen Welt und der Informationsgesellschaft anders. Vor 40 Jahren etwa war die Welt noch eine völlig analoge. Und zu meiner Schulzeit waren das hier die Recheninstrumente. Man hatte solche Rechenstäbe oder Rechenschieber und damit konnte man wunderbar multiplizieren, man konnte wunderbar einen Logarithmus berechnen und dergleichen mehr. Und wenn es darum ging, etwa einen Programmablaufplan zu malen, dann hat man sich solcher Schablonen bedient. Selbst im professionellen wissenschaftlichen Bereich war es zu meiner Studienzeit so, es gab noch lange keine PCs mit PowerPoint. Und deshalb hat man es so gemacht, dass man die Schaubilder zur Präsentation und etwa Bildschirminhalte und hat diese Dinge auf Diapositive aufgenommen mit einer ganz normalen Fotokamera. Und hat man dann eine Präsentation zusammenstellen wollen, hat man so etwas mitgebracht zur Konferenz und dort gab es einen Diaprojektor, wo man solche einzelnen Dias schauen konnte. Die einzelnen Dias waren mit einer ganz normalen Kamera auf ganz normalem Film abgefilmte Laserdrucker-Ausdrucke. Die hat man mit einem Gelbfilter fotografiert und hat sie dann dem Publikum gezeigt. Im Jahr 2023 sind wir alle digital. Dieses Smartphone und seine Artverwandten, das ist der wichtigste Besitzgegenstand der allermeisten Mitmenschen. Die systemrelevantesten Unternehmen in dieser Republik sind die großen Internetknoten, wie etwa das DKIX in Frankfurt. Die Geräte wie diese Smartphones, die PC und anderes mehr mit dem Internetprotokoll versorgen. Ohne ein Internetprotokoll gäbe es nicht nur keine PCs und keine Smartphones, wir könnten auch nicht mehr fernsehen, wir könnten nicht mehr telefonieren. Alle diese Geräte sind hochgradigst abhängig von einem funktionierenden Internet. Wir leben in einer digitalen Welt. Mitte der 1980er Jahre war aus Berliner Perspektive die ganze Umgebung, speziell Westdeutschland, die Provinz schlechthin. In der Provinz waren weitläufige Güter und Hochkultur nicht verfügbar. Nachrichten erreichten die Provinz erst mit einiger Verspätung, wenn überhaupt. Im Frühjahr des Jahres 1986 startete das BERKOM-Projekt in Berlin-West als eine der Geburtsstätten eines wegweisenden Paradigmas der Informationsgesellschaft. Der Arbeitsplatz ist der vernetzte Multimedia-Computer. Der vernetzte Multimedia-Computer ist der Arbeitsplatz. Die Stadt Berlin war bekanntermaßen in der Nachkriegszeit zweigeteilt. Auf der einen Seite der sowjetische Sektor Berlin, Hauptstadt der DDR, und auf der anderen Seite Berlin-West oder West-Berlin.
West-Berlin war geografisch gesehen eine brutale Provinz, eine völlig isolierte Insel inmitten der Deutschen Demokratischen Republik, DDR. Auf dieser Insel West-Berlin wurde 1986 von der Organisationseinheit Deutsche Telepost Consulting, kurz DTCON, der Deutschen Bundespost das Projekt Bercom Berliner Kommunikationssystem gestartet. Die Deutsche Bundespost war damals noch ein staatseigener Betrieb der Bundesrepublik Deutschland. In der Mitte der 1980er Jahre gehörten ihr über 500.000 Mitarbeiter an. Die meisten waren Postbeamte auf Lebenszeit. Sie erledigten sorgfältig und zuverlässig drei völlig verschiedene Geschäftsbereiche: Postdienst, Postbank, Fernmeldewesen. Das Bercom-Projekt in West-Berlin war eigentlich ein Entwicklungshilfeprojekt. Man gab viel westdeutsches Geld nach West-Berlin, um dort etwas zu entwickeln, was man Breitbandtechnologie nannte. Und diese Breitbandtechnologie, heute alltäglich, allgegenwärtig, sie wurde damals in Pilotprojekten erforscht und man suchte händeringend nach Anwendungen. Und es war damals völlig unklar, für was man um Himmels Willen ein Netzwerk brauchen könnte mit einer Übertragungsrate von vielleicht 2 Megabit pro Sekunde. Das war völlig utopisch. Es gab einfach keine Daten, für die man ein derart großes Netzwerk hätte verwenden sollen können. Wir sind in Berlin, in der belebten Potsdamer Straße und wir befinden uns vor dem Haus mit der Nummer 87. An diesem Hauseingang müsste eigentlich eine Plakette sein. Eine Gedenkplakette, die sagt, in diesem Haus startete damals in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre das sehr folgenreiche Bercom-Projekt. Berliner Kommunikationssystem. Es begann in diesem Gebäude. Ein erstes Ziel war die Entwicklung und Erprobung eines Breitbandnetzes auf Glasfaserbasis. Dazu wurden schon bekannte, aber keinesfalls allgemein verfügbare digitale Integrated Services Digital Network, kurz ISDN, um Breitbandkanäle zum sogenannten Breitband-ISDN, ISDN-B erweitert werden. Es sollten Kanäle von 2 Mbit und gar 140 Mbit pro Sekunde verfügbar sein. Es gelang in Berlin tatsächlich, ein Bercom-Breitband-Glasfasernetz in Betrieb zu nehmen und zur Erprobung anzubieten. Entscheidend war aber die Suche nach sinnvollen Anwendungen der neuen Breitbandnetze. Die Kernfrage war, für was man eine 2 Megabit Bandbreite, gar eine 140 Megabit Bandbreite gebrauchen könnte. Für das Projekt Bercom war eine Gruppe von Berliner Wissenschaftlern maßgebend, die zunächst noch am Hahn-Meitner-Institut arbeiteten. Gerd Schürmann, der spätere stellvertretende Leiter vom Fraunhofer-Fokus und einer der ersten Personen bei Bercom, erinnert sich. Und dann haben wir festgestellt, dass diese verschiedenen Anwendungsbereiche eine Reihe von Gemeinsamkeiten haben. Und so entstand im Bercom-Referenzmodell ein mehr oder weniger 3-Schichten-Modell. Und der mittlere Bereich war derjenige, den wir vorhatten zu standardisieren, damit verschiedene Anwendungen diese Komponenten wiederverwenden könnten. Eine unserer Aufgaben, und die haben wir erfolgreich auf die Reihe bekommen, war nun, diese verschiedenen Aktivitäten zusammenzubringen, homogen zu machen, weil das hätte wieder keinen Sinn gemacht, dass die CCITT, also die Telekommunikation, eigene Ansätze hätte, wie die Internationale Standardisierungsorganisation und wie die OMG. Und das war letztendlich einer der großen Herausforderungen, die im Laufe der Zeit, während das Referenzmodell von Bercom uns als Grundlage gedient hatte, die Welt nach vorne gebracht hat. Das Headquarter von Bercom war zunächst, quasi provisorisch, in einem Obergeschoss des Tagesspiegelgebäudes in der Potsdamer Straße untergebracht. Wir sind hier im sogenannten Oval Office im Gebäude Potsdamer Straße 87 in Berlin. In diesem Oval Office tagte damals die Gruppe des Bercom-Projektes. Und es ging um die Konzeptionierung offener Systeme und um breitbandige Anwendungen. Man macht sich heute klar, was das damals an Herausforderungen bedeutet, wenn wir etwa hier einen Laptop sehen, der mit einem Fabrikat, Kabel, mit einem anderen Fabrikat, Luftschnittstelle, Breitband, Funkverbindung kombiniert ist. Und wenn wir hier etwa multimediale Mails empfangen können, mit Bildern, mit Videos, die zu all dem auch noch korrekt dargestellt werden.
Das war alles im Sommer 86 völlig utopische Dinge. Wir wussten damals nicht, wie die Anforderungen sein sollten an Datentypen wie Bild, an Bewegtbild. Und wir wussten nicht, ob diese breitbandigen Anwendungen jemals ein realistisches Szenario darstellen würden. Was man in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in Berlin als Zielvorstellung hatte, waren die sogenannten offenen Systeme. Ein offenes System ist ein Computersystem, das nach einem Protokoll mit anderen Computersystemen in Datenaustausch und in Kommunikation treten kann, sofern sich diese verschiedenen Computersysteme eben an das gemeinsame Protokoll halten. Vor der Erfindung der offenen Systeme war es etwa so, dass ein PC oder ein Computer und ein Drucker, die bildeten eine Einheit. Man konnte nicht einfach einen beliebigen Drucker an einen beliebigen Computer anschließen. Das ist ja gerade das Charakteristikum der offenen Systeme, dass man das kann. Und dass man zu Bergkom-Zeiten in Berlin über die Entwicklung offener Systeme nachgedacht hat, war auf eine unglaubliche Art und Weise schier utopisch. An eine Mondlandung zu denken, naja, der Mond ist ja da, aber so etwas wie offene Systeme entwickeln wollen, genial. Peter Egloff war Mitarbeiter bei Focus und bei Bergkom nicht zuletzt für die Entwicklung des Bergkom-Referenzmodells verantwortlich. Dieses Modell sollte die Strukturen von Netzen, Endgeräten und Anwendungen in einen sinnvollen Kontext stellen, der heute alltäglich ist. Ich muss versuchen, mich halbwegs korrekt 35 Jahre zurück zu erinnern. Klar ist, dass als wir mit dem Projekt Bergkom begonnen haben, eben dieses Referenzmodell nicht etwa schon auf dem Tisch lag. Aus meiner Erinnerung war das zum Teil, also Mitte der 80er Jahre, oder als wir hier mit diesen Aktivitäten angefangen haben, zum Teil auch noch eine akademische Vision. Es ist nicht so, dass da in der Realität, weiß ich was, in der Medizin oder im Publishing-Bereich oder was wir auch für große andere Anwendungsbereiche so uns angeguckt haben, dass da der dringende Bedarf war, wir brauchen unbedingt die Möglichkeit, dass wir irgendetwas, was wir da machen und das andere, was wir da machen, dass wir das zusammenbringen, damit es an einem dritten Ort dann weiterverarbeitet werden kann. Das sind Dinge, die sich erst im Laufe der Jahre dann basierend auf den technologischen Möglichkeiten dann entwickelt haben. Bei Bergkom wurde einer der Leitungskräfte Professor Dr. Radu Popescu-Zeletin. Anfang des Jahres 1988 kam es zur Gründung der Forschungsgruppe Offene Kommunikationssysteme Focus der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung GMD. GMD Focus bezog ein Büro am Hardenbergplatz gegenüber des Bahnhofs Zoo. Professor Popescu-Zeletin wurde ihr erster Leiter. Er war außerdem Teilprojektleiter bei Bergkom und zudem Professor an der TU Berlin. Er war der Berliner Boss der offenen Systeme schlechthin. Für das Berliner Bergkom-Projekt wurden umfangreiche Mittel zur Verfügung gestellt, etwa 150 Millionen D-Mark. Ich erinnere mich auch, wie ich Nächte nicht geschlafen habe und ich dachte, Mensch, verdammt nochmal, 150 Millionen, das ist verdammt viel Geld. Wer nimmt dieses Geld? Welche Projekte sollen wir machen? Und hier an diesem Tisch haben wir angefangen, darüber nachzudenken. Was bedeutet offene Systeme? Was bedeutet Kompatibilität? Was bedeutet, was bringt Breitband? Und selbstverständlich haben wir uns konzentriert auf Medizin, Publishing, Architektur, Sachen, wo viele Daten und gewissermaßen Audio-Video-Komponenten eine wesentliche Rolle spielen. Waren spannende Zeiten und ich muss sagen, gewissermaßen glaube, wir hatten eigentlich auch ein super Team, die sehr begeistert waren. Waren wir vielleicht auch viel zu jung damals, um nicht begeistert zu sein. Aber denke ich mir, dass wir hatten Glück. Um sich die Innovationshöhe von Bergkom zu vergegenwärtigen, muss man wissen, dass das ISO-OSI-Referenzmodell damals alles andere als Allgemeingut war. Es ist heute eine Selbstverständlichkeit, dass wir auf PCs so etwas wie Dateien haben. Und diese Dateien bezeichnen wir als Dokumente. Und diese Dokumente haben selbstverständlich Bilder, sie haben Videoelemente, sie haben Audioelemente. Das würde man bezeichnen heute als multimediale Dokumente. Aber in der zweiten Hälfte der 80er Jahre war so etwas wie ein Multimedia-Dokument ein fast utopischer Begriff. Das hing nicht nur damit zusammen, dass auf normalen Computern und normalen Bildschirmen so etwas wie ein
Bild, eine Grafik oder gar ein Bewegtbild keinesfalls dargestellt werden konnten, dann war sich auch nicht darüber im Klaren, was ein Dokument eigentlich ist. Denn viele Dinge, die damals in den Medien gehandhabt wurden, etwa Fernsehbilder, hatten keinen Dokumentcharakter. Es gab zwar ein Fernsehsignal, aber das wurde ja nicht gespeichert. Und wenn es nicht gespeichert wird, ist es auch kein Dokument. Größte Mühe hatte man, im Bergum-Projekt festzustellen, was ist überhaupt ein Dokument, was sind die Datentypen, die ein Dokument enthalten kann und wie sehen die Datenstrukturen für diese Datentypen aus. In Darmstadt gab es die zur Kaiserzeit gegründete Technische Hochschule Darmstadt. Diese THD sollte im Oktober 1997 in Technische Universität Darmstadt umbenannt werden. In den knapp 150 Jahren ihrer Existenz hat diese Hochschule einen fulminanten Beitrag geleistet für die akademische Lehre in den Naturwissenschaften, aber auch in den Technologien. Dem alten Hauptgebäude gegenüber sehen wir hinter mir das Institut für Physik und Elektrotechnik. Und in der Tat war es so, dass in Darmstadt die erste Professur für Elektrotechnik deutschlandweit entstanden ist. Und in den 60er, 70er Jahren wurde die Informatik entwickelt. Informatik war vor allem eine Fusion von Fachgebieten der Elektrotechnik und der Mathematik. Was man damals nicht bedachte, sind psychologische Aspekte, soziale Aspekte. Man konnte damals nicht ahnen, dass Informationstechnik unser tägliches Leben in fulminanter Art und Weise beeinflussen würde und auch dominieren würde. Ich selbst bin vor 40 Jahren an diesen Studienort gelangt, nicht aufgrund des exzellenten Rufes der damaligen Technischen Hochschule. Es war schierer Zufall. Ich wohnte in der Nähe. Für die neue Wissenschaft Informatik hat die TH Darmstadt eine wichtige Vorreiterrolle gespielt. Ein wichtiger Impuls für die allgemeine gesellschaftliche Wahrnehmung der Informatik ist die Entwicklung von Grafikcomputern, die vielfarbig bunte Bilder berechnen und verarbeiten können. José Luis Encarnasao kam als Professor für Informatik schon im Jahr 1975 an die THD. Er nannte sein Fachgebiet und sein Institut Grafisch-Interaktive Systeme, kurz GRIS. Ein grafisch-interaktives System ist ein Computer, der nicht nur Zeichen als Buchstaben und Zahlen verarbeiten und anzeigen konnte, sondern eben auch Grafiken. Die ganze Informatik war im Prinzip in der Alexanderstraße 24 und ihr Fachgebiet wurde damals als, naja, ganz nett, aber wird es denn was Wichtiges sein, eingeschätzt? Wenn Sie jetzt zurückblicken, vor 40 Jahren, und das mit heute vergleichen. Sagen Sie da? Impulsiv. Ja gut, sagen wir so, das ist alles ein bisschen zufällig entstanden, hat aber viel Arbeit gemacht. Es hat Glück bedürft, aber auch Können, ist eine Mischung gewesen. Was ich damals nicht gesehen habe, waren die Medien. Was ich damals nicht gesehen habe, waren die Spiele. Was ich damals nicht gesehen habe, war, dass die Grafik sogar zu einer Schnittstellentechnologie für die Handys, für die Mobile Phones wird. Das habe ich nicht gesehen. Dann von 75 bis 85 war, zu zeigen, dass diese tolle Disziplin nicht eine Nische ist, nicht etwas ist, was nice to have ist, sondern ein tolles Werkzeug der Informationstechnik. Wir haben vieles gemacht, mit viel Erfolg, aber auch vieles gemacht, was ein bisschen zu früh war, wenn Sie wollen. Das heißt, wir waren der Zeit voraus. Sie wissen, heute redet jeder von den Brillen, jede Firma bringt eine neue Brille. Das haben wir vor 30 Jahren bei IGD gemacht. Und es ist klar, dass bei den neuen Technologien wird man auch Einschränkungen und Begrenzungen machen müssen. Man muss, wenn die Gefahren da sind, sie auch einschränken, beschränken und kontrollieren, aber nicht als Bremse für die Innovation. Denn das haben wir gesehen bei den Datenschutzgesetzen. Die waren gut gemeint, aber jetzt sind sie eine Bremse. Der Standort Darmstadt war zufällig eine der Keimzellen für die Elektrotechnik. Und heute Elektrotechnik, Elektromotoren, allgegenwärtig. Und wenn wir das anschauen, was damals grafische Datenverarbeitung, die winzig kleine Pflanze, ja, niemand konnte ahnen, dass es so eine Querschnitttechnologie wird. Ja.
In der Computergrafik gab es etwa ab der Mitte der 1980er Jahre Systeme, die einfache dreidimensionale Objekte und Szenen in perspektivischen Projektionen darstellen konnten. Für die Popularisierung der Computergrafik war ein Beitrag zur großen Darmstädter Symmetrieausstellung im Jahr 1986 wichtig. Es ging um die Visualisierung der in Raphaels Fresko Schule von Athen dargestellten Szene. Durch einen Wechsel der Perspektive wollte man den Aufbau des Freskos besser verstehen können. Für das Ziel wurden die Figuren in Raphaels Fresko mit Holzpuppen nachgestellt und mit einem CAD-Grafiksystem modelliert und am Bildschirm sichtbar gemacht. Der Züricher Wissenschaftler Gerino Mazzola, heute Professor in Minneapolis in den USA, erinnert sich in einem Videokonferenzbeitrag. Also die Idee war dann, dass man eine genaue Analyse dieses Bildes mal macht. Und das war damals wirklich revolutionär, weil niemand in den Kunstwissenschaften genau fragte, ja, wie denn diese Zentralperspektive eigentlich aufgebaut ist in diesem riesigen Werk. Und das war nicht nur einfach ein quantitatives Unternehmen, es war auch wirklich eine Einsicht in eine quasi Realität, die komischerweise Kunstwissenschaftler nie wissen wollten. Also ich staune immer wieder, dass die überhaupt zufrieden waren damit. Und es kamen wirklich also haarsträubende Differenzen heraus zwischen unserer Analyse und dem übermittelten Wissen. Also zum Beispiel gibt es eine Dreiecksfigur rechts unten von dem Euklid gemalt und die wurde immer als ein Davidstern interpretiert, ohne dass man genau hingeschaut hatte, was die Maße waren. Und wir haben dann herausgefunden, mit den genauen Messungen hier, dass, und der Computergrafik natürlich, dass das überhaupt nicht der Fall war. Also das sind zum Beispiel ganz katastrophale Fehler, die eben sich übertragen hatten. Aber schlimmer war, glaube ich, schon, dass wir herausgefunden haben, dass Raphael zwei verschiedene Zentralperspektiven in dieses Bild eingebaut hatte. Eine Perspektive, wenn man nahe an der Szenerie steht, eine, wenn man etwas zurückgeht. Und das war für uns dann die Erkenntnis, dass Raphael als Erster eine filmische Bewegung inszeniert hat. Wir haben natürlich mit dieser Modellierung um die Gruppe von Professor Encarnação auch die Perspektive ändern können. Wir konnten plötzlich das Bild von oben, von hinten, von den Schultern des Aristoteles aus, also wir konnten die Bewegung und die ganzen perspektivischen Mannigfaltigkeiten erstmals erkunden und haben damit verborgene Symmetrien entdeckt, die wirklich sensationell waren. Detlef Krümker war einer der ersten wissenschaftlichen Mitarbeiter von Professor Encarnação. Georg Rainer Hofmann war noch Student. Mit dem Raphael-Projekt leistete die Projektgruppe von Detlef Krümker einen wichtigen Beitrag für das, was Jahre später die Darstellung künstlicher Personen in Computertrickfilmen werden sollte. Man muss wirklich sehen, dass 1986, da gab es nicht Animation überall. Keine Trickfilme in dieser Form. Allein ein Bild zu rendern, ein Bild, dauerte mindestens einen halben Tag. Weil es war auch ein Werkzeug, was nicht für diese Art von Anwendungen gemacht war, sondern für CAD-Anwendungen, um Werkstücke zu modellieren. Und tatsächlich war es auch so, dass man auf diese Art und Weise dann der Allgemeinheit mitteilen konnte, was ist eigentlich Computergrafik, warum machen wir das? Obwohl man natürlich, wir wurden verurkt, immer gefragt, warum laufen die alle in Badeanzügen rum? Naja, wir konnten halt nicht besser, ja? Das muss man schon sagen. Und insofern war das wirklich ein Riesenerfolg für uns auch und für die grafische Datenverarbeitung. In der Computergrafik verwendete man in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre immer mehr Ehrgeiz darauf, die Ansichten künstlicher Szenen möglichst wirklichkeitsnah und fotorealistisch darzustellen. Nichts weniger als die Realität schlechthin sollte im Computer simuliert werden können. Denn mit computergrafischer Simulation wären physikalisch ganz unmögliche Filmszenen machbar.
Diese Virtual Reality sollte später in Computerspielen und in Trickfilmszenen als sogenannte Computeranimation eine wichtige Rolle spielen. Es war die kleine Dorfkirche in Rheinbreitenbach in der Stadt Breuberg. Dort in der Provinz fand eine neue Technik ihre Pilotanwendung. Man begann die Daten von Objekten, hier dem Kirchengebäude, direkt in der Realität zu messen und im Computer zu speichern. Für die Oberflächen hat man digitalisierte Fotografien mit künstlichen Szenen kombiniert. Das war etwas, was man wegen der Verwendung planer Flächen für dreidimensionale Strukturen die nicht exakte perspektivische Projektion nannte. Schon nach wenigen Jahren gab es für diesen Ansatz des Kulissenschiebens im Computer ganz erstaunliche Fortschritte. Die Verfahren aus Darmstadt wurden später auch als Mixed Reality Animation bezeichnet und in der Film- und Computerspielbranche weltweit bekannt. Im Herbst 1990 sollte die sich abzeichnende große Fusion von multimedialer Computergrafik und Breitbandtelekommunikation weiter vorangebracht werden. Seitens von Bercom als auch anderer Projekte wurde ein fachlicher Workshop angeregt. Es sollte ein Meeting der führenden europäischen und internationalen Forscher im Bereich Graphics and Communication sein. Man wollte an 3 Tagen vom 15. bis 17. Oktober 1990 den Stand der Wissenschaft und künftige Entwicklungslinien besprechen. Wiederum ging so ein Signal des Fortschritts von der süddeutschen Provinz in die weite Welt. Wir sehen also 2 große Entwicklungslinien. Das eine war die Entwicklungslinie der Computergrafik, das Institut von Professor Encarnasau in Darmstadt, Fotos, Videos auf Bildschirm. Und das andere war das mit jeder offenen Systeme. Computer werden durch Breitbandnetzwerke verbunden, Bercom-Projekt, Professor Pepeschko-Zelletin in Berlin. Und nun ging es darum, diese beiden großen Gebiete zu fusionieren. Computer Graphics und Communication, das sollte zusammenkommen. Und man dachte damals daran, es war im Oktober 1990, einen Workshop zu veranstalten mit allen gelehrten Personen, die zu diesem Gegenstand State of the Art konzeptionell beitragen könnten. Und dieser Workshop im Oktober 1990, Initiative ging von Berlin aus, Bercom. Es ging darum, wir machen das besser irgendwo in Westdeutschland, weil die Wende war gerade vorbei und der Flugverkehr nach West-Berlin noch nicht das, was es sein sollte. Und da wurde ich gefragt, wo könnten wir diesen Workshop veranstalten? Und dann habe ich vorgeschlagen, wir machen den an einem Gasthaus an der Burg Breuberg im Odenwald. Von allen internationalen Gästen, sie kamen aus Kanada, aus England, und anderen Ländern hatte ich den kürzesten Anreiseweg, circa 3 Kilometer. Und es war damals das Verdienst von Eurographics, der Europäischen Association für Computer Graphics, dieses epochemachende Buch veröffentlicht zu haben. Im Oktober 1990, Graphics und Communication. In diesem Band wurden sozusagen die konzeptionellen Beiträge dokumentiert von dem, was wir heute jeden Tag sehen. Computer durch das Netzwerk verbunden. Und die Computer können es mit multimedialen Datentypen, Bildern, Videos etc. umgehen. In der internationalen Standardisierung fragte man nach verlustbehafteter Datenkompression bei der Übertragung von Bildern und Tönen. Die Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigten, nannten sich Moving Picture Experts Group, MPEG oder auch Joint Photographic Expert Group, JPEG. Die jeweiligen Akronyme ihrer Arbeiten, die Bildkompressionsalgorithmen MPG und JPG, sollten in der Informationsgesellschaft weltbekannt werden. Fraunhofer-Kollegen aus Erlangen hatten eine Audiokodierung namens Layer 3 für das MPEG-Verfahren vorgestellt. Sie nannten ihren MPEG Audio Layer 3, kurz nur MP3. Sie meinten, mit diesem MP3 könne man wunderbar Audiodaten über das ISDN übermitteln. Aber das wollte zu Beginn der 1990er noch niemand. In etwa den Jahren 1991 und 1992 stellten sich bei den Wissenschaftlern im Metier der Breitbandkommunikation und multimedialen Systeme völlig überraschende Fragen. Wie sollte man dieses Internetprotokoll IP einordnen? Welche technische und wirtschaftliche Bedeutung sollte man der US-amerikanischen Entwicklung namens Internet zubilligen? Wie seriös war das Ganze?